Das heißt, alles, was hier jetzt kommt, das habe ich schon in einem Let's Play auch mal gesehen. Also ich habe ja das Spiel komplett schon mal gesehen, aber gespielt selber noch nicht. Also bin ich mal gespannt jetzt hier. Schauen wir uns erstmal um. Was war da? Hm? Was war denn da? Kann man irgendwas nehmen? Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Okay. Ich greife in den Sack, aber der ist leer. Haben wir jetzt irgendwie Gips im Inventar? Jo, haben wir. Was haben wir denn noch? Die Bank wurde vermutlich von Pegram und seinem archäologischen Team benutzt. Der Sack ist leer. Die Bank wurde vom. Mehr gibt's hier nicht. Die Bank wurde. Die Bank wurde. Ja, die Hinter Bank. dem Altar befindet Ah. sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Ich versuche, die Platte zu bewegen, vergeblich. Okay, aber hier ist auch irgendwas. Vor allem sind auch, glaube ich, Löcher drin. Zwei. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Okay. Ich stecke meine. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Ah, yo, an der Statue sind hinten diese Nöppel dran, die, glaube ich, hier oben reinpassen würden. Also die Statue stand eigentlich, hätte eigentlich da gestanden. Und das hier ist halt das Gegenstück, die Statue, die ja noch steht. Und jetzt haben wir Löcher im Sand. Und wahrscheinlich ist das ein Türmechanismus und den müssen wir irgendwie dadurch dann bewerkstelligen, dass wir, aber wir kriegen die Statue halt nicht da hochgehoben. Aber vielleicht können wir den mit dem Gips irgendwas machen. Mal gucken. Das wäre natürlich geil. Sowas gefällt mir echt gut. Ups. Schauen wir mal. Es geht? Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Aber der ist jetzt. Das ist jetzt natürlich nicht hart. Aber das könnten wir vielleicht mit dem Wasser aus dem unten aus dem Papp machen. Da könnten wir uns ja Wasser besorgen. Aber wir haben ja, haben wir einen Eimer oder so? Das einzige weitere Objekt, das mich auf dem Tisch interessiert, ist ein kleiner Sack. Ich greife in den Sack. Hm. Der Sack ist leer. Gibt's hier irgendeinen Eimer oder ein Gefäß? Heißt, wir müssten jetzt wahrscheinlich zum Dingens wieder runter. Und dann da. Okay. Und dann Wasser holen und dann das, den Gips da festmachen. Dann da oben reinstecken irgendwie und dann. Und dann können wir wohl weiter da rein, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist so der Plan, den wir jetzt erstmal verfolgen. Ich. Müsste eigentlich relativ viel Sinn ergeben sogar. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Da wäre ich echt stolz, wenn ich das jetzt so geschnallt hätte. Ach, der gute George. Ich habe ihn auch vermisst, ehrlich gesagt. Das ist echt einer der sympathischsten, der gelassensten, der ruhigsten, der humorvollsten Videospielcharaktere, die ich so kenne. Bis heute. Daher, ne? Ja. Vielleicht sitzt der eine Kerl, der Onkel von Fitzgerald, ja jetzt in einem Pub und trinkt sich ein. Mal gucken. Versuchen wir das mal. Ich hoffe nur, dass da irgendwie ein Eimer oder so ist, weil den habe ich jetzt nicht. Weil da unten, da sind ja Putzutensilien, da müsste eigentlich ein Eimer stehen. Jo, da ist er.
Aber ich glaube, ich spreche den nicht an, weil sonst könnte er auf die Idee kommen, wieder zurückzugehen. Oder irgendwie sowas. Ich dachte gerade schon, er geht automatisch zu ihm hin und spricht mit ihm. Aber ich glaube, dem geht's ganz gut im Pub. Also vielleicht bleibt er da erstmal eine längere Zeit stehen. Mal gucken. Ach ja, ich glaube, die Pause von Baphomets Fluch war sogar im Ganzen länger als die von Thief Deadly Shadows, die ich hatte. Das waren ja meine beiden pausierten Projekte. So, schauen wir mal. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Können wir jetzt hier... Der Karton ist feucht und matschig. Ich. Ich durchsuche die Putzsachen, finde Scheiße. irgendwelche Putzutensilien. Ich durchsuche die Putz. Wie komme ich denn an den Eimer dran? Ich durchsuche den Müll, finde aber nichts Brauchbares. Shit. Ein rostiger Wasserhahn. Ja. Jetzt mache ich ihn aber nur wieder aus, ne? Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Ich denn noch? Was ist das? Kann es nicht so ganz erkennen, ehrlich gesagt. Sieht aus wie eine Flitsche. Was ist das? Warum? Vielleicht hat er einen Eimer hier oben, den er mir leihen kann oder so. Ja, mal gucken. Oder er rechts mit seinem Glas? Oder ein Bierglas vielleicht, wo man das Wasser reinfüllt? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich will gerade nach der B so ein. Scheiße. Könnte man denn machen? Ich meine, er hatte ja. Die Spülmaschine anfassen? Da kann ich meine Hand auch genauso gut in einen Mixer stecken. Kann man da noch mal was rausziehen? Mit Stolz in den Augen bewundere ich den von mir reparierten Stecker. Meiner Hände Arbeit. Jo. Gibt's denn hier noch irgendwas, was man nehmen kann? Ein Tuch. Aber da hatte er den Arm drauf oder so, ne? Ah. Der Mann hat seinen Arm über das Handtuch gelegt. Unmöglich ist da rauszubekommen. Würde uns aber auch nicht helfen. Was liegt hier noch für Zeug? Ne. Mist. Entschuldigung. Ja, Sir? Auf den Gips ansprechen? Ist dies... Ich hab's ja gewusst. In dem Augenblick, als Sie zur Tür reinkamen, hab ich gewusst, dass es mit Ihnen nichts als Ärger gibt. Nun machen Sie mal halblang. Da drüben in New York, da ist das vielleicht normal. Aber hier benutzen wir das Zeug nicht. Hey, das ist Gips. Habe ich im Schloss gefunden. Ist dies... Ist dies... Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Boah, ist der schön. Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn er echt wäre, was? Ich habe Ihre Taschenlampe gefunden. Das sehe ich. Behalten Sie die mal besser, bis Sie die Pumpen repariert haben. Ja. Danke. Wie kann man denn da noch was? Ich gehe noch mal runter, irgendwie. Und schon hänge ich wieder fest. Juhu. Also ich bin der Meinung, wir brauchen irgendwie so einen Eimer oder irgendwie sowas. Oder irgendein Gefäß, wo wir das Wasser reinpacken können und dann haben wir den. Oder kann ich.
Aber ich habe den Gips doch schon da reingepackt in die Löcher, oder nicht? Ich kann den doch jetzt nicht jetzt einfach so nass machen. Oder? Das könnte ich natürlich versuchen, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Ah, Moment. Moment. Ich muss das Wasser erstmal anmachen. Der Wasserhahn. Ja, der Wasserhahn. So, schauen wir mal. Nee. Jetzt noch ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Aber er tropft weiter. Kann man da jetzt vielleicht was machen? Aber es ergibt ja keinen Sinn. Ups. Ich könnte natürlich auch die Taschenlampe mal benutzen. Im Schloss. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Oder kann ich die hier benutzen? Soll ich hier mal ein bisschen mehr hinleuchten? Schade. Ach Mist. Irgendwie was ausleuchten noch? Nö, ne. Nicht wirklich. Ich dachte, wenn er hier ist ja ein bisschen dunkler, wenn er hier hinleuchtet, findet er vielleicht einen Eimer oder so, aber nö. Ja, dann gehen wir halt nochmal wieder hoch und zurück ins Schloss. Weiß es nicht. Mist, verdammt. Aber das hier ist doch die Pumpe, die er meint, oder nicht? Kann man von ihm hier nochmal... nochmal ein Draht klauen? Ich hab's ja eben schon mal versucht, aber... ich weiß es nicht. So, komm. Du hast doch so einen schönen Faden. Leg den nochmal dahin. Hallo? Ja. Nun komm. Ja. Nee, ich kann ihn aber nicht nochmal greifen. Nee. Hallihallo. Was? Was halten Sie von diesem weißen Pulver? Boah. Heufieber. Ja. Was hat's jetzt sehr gebracht? Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Mann, schau dir das an. Hübsch. Erkennen Sie ihn? Nein. Okay. Was halten Sie von dieser Taschenlampe? Ah, die ist schön, ne? Ja. Sehr nützlich. Könnte was bringen, wenn's dunkel ist. Ja. Wie wollen Sie dafür? Die ist nicht zu verkaufen, die gehört Leary. Mensch. Ja. Leute. Bis dann. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Schloss. Ich wüsste sonst nicht, was ich machen sollte. Es ist... Der Rest ist ja relativ offensichtlich, ist ja klar, aber wir brauchen ein Gefäß. Ich kann auch kein Bier mehr bestellen, sonst hätte ich gesagt, ich trinke ein Bier aus und nehme das Bierglas als Gefäß. Vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber... Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Okay.
Maguire, kann man mit dir nochmal sprechen? Hey, Maguire. Was? Weißt du, was das für weißes Pulver ist? Nö. Willst du den Edelstein mal aus der Nähe sehen, Maguire? Nee, bestimmt nicht. Das ist was für Mädchen. Das sollten sie mal besser verstecken, Mister. Was ist, wenn der Kobold zurückkommt? Dann stecken sie voll in eine Scheiße. Ich glaube nicht an Kobolde. Unter dem Kostüm steckt ein verrückter Mörder. Geil. Dann stecken sie voll in eine Scheiße. Geil. Was hältst du von meiner Taschenlampe? Nicht sehr helle. Passt zu ihnen. Du kleiner Bengel. Ich geb dir gleich einen. Auf das Schnitt. Bis später dann. Nein. Okay, Mister. Ja, okay. Das hat jetzt auch nicht viel geholfen. Hätte mich auch gewundert. Wir gehen nochmal zurück. Ah, vielleicht ist bei der Ziege auch noch irgendwas. Ich glaube nicht, dass da irgendwas stand, was wir nehmen können. Das war wirklich nur, damit wir die da ablenken. Gibt's hier noch irgendwas? Moment. Wir können da hin. Wo geht's denn da her? Schauen wir mal. Hallo, hallo, hallo. Oh, komm her, komm her, komm her. Okay, da haben wir noch was. Schauen wir mal. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Falls ihr übrigens irgendwelche Stimmen im Hintergrund hört, sind das meine Eltern im Flur und die hört ihr bestimmt. So, okay. Selbst das können wir auch nicht. Alles klar. Jo, dann gehen wir nochmal hoch. Ansonsten, lange habe ich eh nicht mehr Zeit heute. Werde ich nochmal offscreen erstmal grübeln und falls ich zu keiner Lösung finde, die irgendwie ansatzweise plausibel erscheint, werde ich nachgucken. Was mich eigentlich immer ein bisschen stört, aber es hilft halt nichts. Kann das nicht ändern. So, komm jetzt nochmal die... Nee, kann ja nicht die Katze mit der Ziege nochmal kommen. Gibt's hier was? Ist der Trog? Was ist das mit der Ziege? Scheiße. Ja, gehen wir mal runter. Hi, George. So. Mensch. Also ein einfacher Eimer oder was? Das wird mir schon genügen. Aber hier steht nichts. Kann man da was machen? Ich streiche den Gips auf dem Sand glatt. Dies ist meine erste Erfahrung in puncto Heimwerken. Ja. Die Sandfläche, auf die die Statue gefallen ist, ist mit Gipssplittern übersät. Was ist denn... Kann ich die nicht schon mal da reinpacken? Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. 5 Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Ja, das ist, weiß ich. Gib die doch wieder um. Och, George. Jetzt streicht er den Gips wieder. Ich stecke. Vor allem, warum kippt er nicht die Statue einfach da oben? Aber ich kann ihm ja nicht sagen, dass er das machen soll, das ist das Problem. Ich versuche die Platte zu bewegen, vergeblich. Ich muss erst.
Ich greife in den Sack, aber der ist leer. Sind da nichts anderes? Nein. Das einzige. Das einzige. Das einzige. Es würde ja auch keinen Sinn machen, die schon umzukippen. Ich muss ja erst das Wasser drauf tun. Aber hier ist nicht. Ach, Mensch. Gehen wir nochmal zurück in den Pub, würde ich sagen. Wir sind ja schon mal ganz gut wieder vorangekommen, was das angeht zumindest, aber. Können wir mit der Ziege sprechen? Schauen wir mal. Oder gibt's hier noch was? Hey, Ziegenbart! Das Vieh fixiert mich mit einem bösartigen Blick. Hinter der Bosheit und der Wut ist eine kühle Intelligenz spürbar. Wie geht's denn, mein Junge? Ich fühle mich mindestens so bedroht wie damals von dem Mörder und seinen Schlägertypen in Paris. Ja, vor allem damals passt wirklich gut. Haben wir hier irgendwas, was wir finden können? Irgendwas, ein Eimer oder so? Sieht nicht so aus. Kann ich hier trotzdem noch was machen? Also ich gehe unter keinen Umständen auch nur in die Nähe dieser alten Ziege. Bist du doch schon. Das will doch kein Schmarrn. Gehen wir mal da weiter hin, dann gehen wir nochmal zurück zum Pub, würde ich sagen. So. Jo, wenn wir da jetzt, wenn ich da jetzt nicht sofort finde, dann gucke ich mal demnächst weiter. Dann mache ich aber erstmal wieder Schluss. Für heute, so oder so. Wir haben ja noch diesen Elektroschocker in der Hand. Beziehungsweise dabei. Ich weiß nicht, ob man damit vielleicht auch irgendwas reparieren könnte, was Technisches. Ich glaube es eher nicht, aber. Aber bis jetzt konnten wir den noch nicht so wirklich nutzen, ne? Kann man den damit kombinieren? Vielleicht doch nicht. Taschenlampe. Kann man durch den da durchscheinen? Nein. Okay. nein. Und die Taschen, die Streichhölzer da. Dingenswummens. Moment. Mal gucken. Nö. Scheibenkleister. Ach Mensch. Ach Mensch. Vielleicht hat er von den Gästen hier drin auch zufällig einer irgendeinen Eimer in der Hosentasche oder so, den er uns gibt, wenn wir mit ihm sprechen. Man weiß ja nie. Oder krieg ich noch ein Bier, wenn ich mit ihm rede? Nee, ne? Krieg kein Bier mehr. Entschuldigung. Ja. Ja. Scheiße. Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts dagegen haben. Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ha? Warum um alles in der Welt sollte ich? Was haben Sie vor? Nichts. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ich muss vorsichtig sein, wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Oh Mann. Danke. Wofür bedankst du dich denn? Können wir mit euch nochmal sprechen? Hey.
Und hallo, Mister. Yeah. Wissen Sie, was das für weißes Pulver ist? Nein, keine Ahnung. Vielleicht helfen die uns ja irgendwie auf die Sprünge. Erkennen Sie diesen Edelstein? Den Heiligen sei Lob. Er muss ein Vermögen wert sein. Möglicherweise. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Das Baby hier hat Pegram in der Ausgrabung gefunden. Ah, und wieso haben Sie es jetzt? Er hat es hier gelassen. Ich passe drauf auf. Oh. Sie sollten damit nach Dublin fahren und es verkaufen. Okay. Dann mal tschüss. Dann haben wir noch die beiden. Entschuldigung, Mr. O'Brien? Hallo, was jetzt? Eine Idee bezüglich dieses weißen Pulvers? Könnte es sich dabei um Soda Bicarborundrat handeln? Eine Idee bezüglich... Könnte es... Nee. Erkennen Sie diesen Edelstein? Hey, schöner Stein. Ist das der, den Pegram gefunden hat? Ja, und auch der Grund, warum sowohl Pegram als auch Fitzgerald verschwunden sind. Dann ist es nur eine Sache der Zeit, bis Sie ebenfalls verschwinden. Damit könnte er gar nicht mal so falsch. Also dann bis später. Ah, kann ich mit ihm nochmal sprechen? Ja. Hallo. Oh, hallo. Ich stell Sie mal meinen Kumpels vor. Wir kennen uns bereits. Ich möchte Ihnen meine Anteilnahme ausdrücken. Oh, es ist furchtbar. Einfach grauenhaft. Das ist das Schlimmste, was ich heute gehört habe. Es setzt den schlechten Nachrichten von dieser und nächster Woche echt noch einen drauf. Das reicht fürs ganze Jahr. Es ist noch viel schlimmer. Die größte Katastrophe, die es seit langem gab. Ist es nicht das Allerschlimmste, was je in diesem Dorf passiert ist? Ich würde sagen, die größte Katastrophe in der Geschichte von Irland. Die schlimmste Katastrophe, seit der Mensch aus der frühzeitlichen Ursuppe herausgepaddelt ist. Es gibt kein Bier. Achso. Ah, wie geil. Und Sean, warum suchen Sie nicht nach ihm? Es hat keinen Zweck, eine schlecht ausgerüstete Expedition hinter dem Jungen herzuschicken. Wenn es um Leben und Tod geht, ist die Vorbereitung das Wichtigste. Kann ich ihm... Darum bin ich reingekommen. Ein Bier auf ein Glas. Spendieren? Ist ein Glas Bier wichtiger als das Leben eines Mannes? Sprechen Sie mit mir? Mit Ihnen allen. Sean Fitzgerald ist wer weiß was zugestoßen und Sie können nur hier rumsitzen und Bier trinken. Sean macht einen Ausflug, das ist alles. Warum regen Sie sich nicht ab und trinken einen mit uns? Wissen Sie, was das für weißes Pulver ist? Hm, sieht ziemlich gewöhnlich aus. Das ist der Edelstein, den Pegram im Schloss gefunden hat. Deshalb also die ganze Aufregung. Ich versteh's trotzdem nicht, warum Männer wegen so einem Flitterkram kämpfen, stehlen und töten. Ist irgendwie hübsch, wenn er so funkelt. Jo, Leute. Und es ist kommt leider so, ich wie muss ich, weg. Wie ich es mir gedacht hatte, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich vielleicht... Das kann ich eben nochmal versuchen. Nee. Joa. Das ist jetzt alles ein wenig suboptimal. Ich gehe jetzt noch einmal runter. Wenn ich da nichts da finde, dann mache ich jetzt ohnehin Schluss jetzt gleich. Denn meine Zeit ist abgelaufen für heute. Ich bin mir fast sicher, dass das hier irgendwie... irgendwas gibt.
Hier ist es nicht. Irgendwie, hier muss doch irgendein Eimer geben. Hier, das ist doch ein Eimer. Aber ich kann hier nichts anwählen. Und jetzt? Ich hasse sowas. Wie man's macht, macht man's falsch. Was passiert denn, wenn ich den Hebel nochmal betätige eigentlich jetzt? Ich versuche am Hebel zu ziehen, aber er bewegt sich nicht, solange die Falltür offen ist. Ich muss sie doch nicht wieder zumachen, das war Blödsinn. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch und hoffe, es hat euch trotz unseres Hängens hier gerade wieder Spaß gemacht. Und vielleicht ratet ihr auch schon fleißig mit und habt auch Ideen, wie wir hier an Eimer oder sowas irgendwie drankommen oder wie es hier generell weitergehen könnte. Und vielleicht habe ich auch irgendwas kolossal übersehen, was total übersichtlich ist. Das kann alles sein. Falls ja, dann sorry, aber ich weiß hier nicht gerade wirklich wie, was, wo, wann. Jedenfalls, ich überlege mal ein bisschen offscreen und wenn ich nichts finde, dann schaue ich nach und dann sehen wir uns in der nächsten Session, in der nächsten Folge von Baphomets Fluch wieder. Bis dahin recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, euer Dave.